Ja, guten Morgen zusammen. Freut mich sehr, dass ihr euch alle heute am Sonntag auch wieder hier in der Future Zone eingefunden habt. Und ich würde sagen, wir starten, nachdem wir restlos ausverkauft sind, direkt mit dem ersten Vortrag. Und ich darf auf der Bühne präsentieren Sven Kaden und Thomas Frank. Das Thema ist Raspberry Pi und Radio Hacking. Und das Schöne ist, wir werden drei spannende Projekte präsentiert kriegen und zwei davon könnt ihr tatsächlich alle selbst machen, selbst ohne Lizenz. Also viel Spaß. Eins, zwei, ja. Danke, Nick. Herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Ja, mein Name ist Sven Kaden. Ich bin lizenzierter Funkamateur und wir haben uns in Vorbereitung auf die MacMunich gedacht, was können wir euch zeigen, dass ihr selber ausprobieren könnt. Ganz kurz zu unserer Vorstellung. Charlie 13, das ist der Ortsverband München West des Deutschen Amateurradioclubs. Wir sind um die 70 Mitglieder. Das spaltet sich auf in Funkamateure und Nicht-Funkamateure. Wir haben Kernkompetenzen im Bereich des QRPs, der Digimodes. Da werden also mit relativ kleinen Leistungen Nachrichten übertragen. Wir machen outdoor-mäßig sehr viel. Wir sind SOTA-mäßig unterwegs, Summits on the Air, veranstalten Fuchsjagden und Field Days nehmen bei uns im Verein auch einen relativ großen Platz ein. Raspberry Pi, welche Möglichkeiten haben wir da? Ihr werdet ihn alle kennen, ihr werdet damit auch eigene Projekte haben. Für uns ist das erste Modell, mit dem wir richtig in diese Welt einsteigen können. Das hängt damit zusammen, weil erst ab dieser Version die Menge der Schnittstellen ausreicht, um das zu machen, was wir im Funkbereich haben. Die Rechenleistung ist auch ein Thema. Wie kann so eine Konfiguration aussehen? Wenn ich Hochfrequenz empfangen möchte, brauche ich natürlich einen Teil, mit dem ich das machen kann. Das kann ein Transceiver sein, das werdet ihr wahrscheinlich nicht haben, das ist dem Funkamateur vorbehalten. Es genügt ein Radio, es genügt ein Scanner. Wichtig ist, dass ihr einen Audioausgang habt. Damit kommen wir auch gleich zu der ersten Schwäche des Raspberry Pi. Wenn ich ein Audiosignal verarbeiten möchte, dann brauche ich eine USB-Schnittstelle, eine USB-Soundkarte. Die habe ich normalerweise nicht mit in dem Raspberry Pi drin. Das macht es für uns ein bisschen schwierig, ist aber auch kein Problem. So sieht beispielsweise ein Scanner aus, ein Scanner, den ich mir vor, ich glaube, 20 Jahren mal geleistet habe. Der kann nach wie vor noch alle Dinge bis 1 Gigahertz rauf, die man so in diesem Bereich hat. So sehen diese Soundschnittstellen aus. Wer die auch kennen, dürfte auch nichts Neues sein. Oben ein etwas teureres Modell, unten die Billiglösung. Ja, wie gesagt, also der Scanner kann relativ preisintensiv sein, je nach der Betriebsart, die man machen möchte. Es gibt allerdings noch ein kleines Problem zu beachten. Der Kopfhörerausgang liefert ein relativ kräftiges Signal und die Soundkarte kommt schon mit relativ wenig Power aus. Also müssen wir uns was einfallen lassen, dass wir diese zwei Sachen irgendwie zusammenkriegen. Die Lösung ist ein ganz einfach Spannungsteiler. Mit dem Spannungsteiler 1 zu 10 oder 1 zu 20, je nach Konfiguration, könnt ihr den Lautsprecherausgang direkt auf den Eingang einer USB-Soundkarte, auf den Mikrofoneingang draufgeben. Das klappt also problemlos. Das ist eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Eine zweite Möglichkeit ist technisch sehr interessant. Es gibt DVB-T-Sticks, mit denen man ein sogenanntes Software-Defined Radio machen kann. Diese Sticks gehen von 25 MHz bis rauf, bis auf knapp 2 GHz. Da stellt sich das Problem, dass wenn man auf der Kurzwelle was machen möchte, dass man einen sogenannten Abkonverter davor schalten muss. Das ist der Teil hier, das ist der Abkonverter, den braucht man, um mit dieser ganzen Konstellation Kurzwelle machen zu können. Hier an der Stelle noch der Hinweis, hier entsteht ein relativ hoher Datenstrom. Der DVB-T-Empfänger ist eine recht breitbandige Geschichte. Der macht eine Analog-Digital-Wandlung und dann kommt ein relativ großer Datenstrom in den Raspberry Pi hinein. Der große Vorteil dieser Lösung ist,
dass ich erst relativ spät bei der Prozessbearbeitung sagen kann, was ich denn eigentlich möchte. Das heißt, ich lege mich überhaupt nicht fest, was für eine Modellationsart ich machen möchte. Das ist so das Design, was im Moment heute so verbaut wird. Speziell dieser DVB-T-Stick, da ist wichtig, auf den Typen zu achten. Die Firma Realtek bietet den an und die Treiber, die so im Umfeld unterwegs sind, laufen im Endeffekt nur mit diesem Chipset. Das ist wichtig, dass ihr darauf achtet, wenn ihr euch so einen DVB-T-Stick kauft, die Voraussetzung, dass das alles, was wir jetzt hier machen, dass dieser Chip drin ist. Genau, so durch das Software-Defined Radio haben wir eben alle Möglichkeiten, die es so gibt. So sehen die guten Teile aus. Man fängt normalerweise so immer von links nach rechts an. Die zwei ersten sind relativ preisgünstig zu bekommen. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass die gewisse Probleme haben. Die Probleme von denen sind die Frequenzstabilität. Die Empfehlung ist, ein fast doppelt so teures Teil zu kaufen, nämlich der rechte. Der hat einen frequenzkompensierten oder einen thermisch kompensierten Oszillator drin, der die Frequenz stabil halten soll. Die Empfehlung, wenn ihr sowas kauft, dann überlegt euch nicht gleich ein bisschen mehr zu investieren und eher den rechten zu investieren. Für den Einstieg gehen die beiden anderen allerdings auch. Dann hatte ich gesagt, für die Kurzwelle brauchen wir noch einen Abkonverter. So sieht sowas kommerziell aus. Im weiteren Verlauf des Vortrags wird Thomas dann noch einen anderen vorstellen, der nicht ganz so professionell ist, aber den man vom Prinzip ja auch schon fast selber bauen kann. Das ist nicht so wild. Ja, Raspberry Pi. Für unsere Umsetzungen, für die Dinge, die wir den Raspberry Pi brauchen, ist eine große Voraussetzung, dass das Ganze stabil ist. Die Netzleitungen an einem Raspberry Pi sind ein Problem für uns. Wir brauchen ein geschirmtes Aluminiumgehäuse. Ich wollte mich am Anfang nicht so richtig festlegen, in welche Richtung gehe ich. Gehe ich die Soundkartenlösung oder gehe ich lieber die SDR-Lösung? Das ist ja hier im Übrigen. So schaut das Ganze dann aus, wenn das verbaut ist. Gibt es auch noch ein paar Bilderchen zu. Ich habe einen Step-Down-Konverter hier eingebaut. Damit bin ich unabhängig von der Höhe der Betriebsspannung. Ich kann also hier von 8 bis 30 Volt alles dranlegen. Dann haben wir hier noch den WLAN-Anschluss. Da kann man die Antenne anschließen. Und in dieses ganze Gerät hinein habe ich noch eine Soundkarte und eine RS-232-Schnittstelle integriert. Die RS-232 brauche ich, um ein Funkgerät zu steuern. Ist jetzt für den Einstieg vielleicht für eure Anwendungen nicht ganz so das große Thema. So sieht das Ganze aus. Ich nehme den Raspberry Pi her und entferne ihm als allererstes eine USB-Schnittstelle. Damit gewinne ich relativ viel Platz und von außen sieht er dann aus wie die erste Generation. Also nicht veräppeln lassen, das ist tatsächlich ein Raspberry Pi 2, der hier drin steckt, der schon zwei USB-Schnittstellen intern verbraucht hat. Das sind so Bilder aus dem Bau. Diese zwei ICs, das sind sogenannte USB-Isolatoren, die brauche ich, wenn ich das am Funkgerät betreiben möchte. Ich möchte umgehen, dass es da zu Problemen mit der Masse kommt. Ja, das ist alles ganz, ganz kuschelig. So sieht das aus, wenn das Ganze dann eingebaut ist und quasi fertig ist zum Zusammenschrauben. Ja, so sieht diese Lösung aus. Jetzt werdet ihr sicherlich fragen, okay, das ist ja alles schön und gut, aber da fehlt noch was. Was fehlt? Keine Hinweise? Ein Bildschirm. Wir brauchen einen Bildschirm. Und da habe ich mich zu einer Lösung hingerissen, die so aussieht. Ich verwende Tablets. Ich verwende ein ganz einfaches Tablet, könnt ihr überall kaufen, gar kein Problem. Das nehme ich als Monitor her. Wie mache ich das? Wie funktioniert das? Ich starte als erstes den Raspberry Pi als WLAN Access Point aus. Da installiere ich einfach einen WLAN Access Point und ich greife auf XVFB zu. XVFB ist eine virtuelle Grafikkarte, die in dem Gerät drin steckt, die ich dann per VNC mir auf dem Tablet anschauen kann.
Maus und Tastatur wiederum integriere ich über diesen weißen Dongle hiervon. Darüber laufen Maus und Tastatur, weil, wie ihr wisst, wer schon mal mit dem Tablet so ein bisschen was gemacht hat, die Tastatur ist nicht besonders toll. Die Mausbedienung ist auch ein Problem. Aus dem Grund habe ich mir hier einfach diese Tastatur gegönnt. Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus? Wenn ich unterwegs bin, habe ich die Möglichkeit, dass ich einfach kabellos unterwegs bin. Ich kann das Tablet in die Tasche stecken, ich kann um mein Funkgerät drumherum tanzen, gar kein Problem. Und als weiteres Feature gibt es noch die Möglichkeit, andere an diesen Bildschirminhalten teilhaben zu lassen. Die brauchen halt einfach nur das entsprechende Programm, den VNC-Viewer installieren und schon können sie den Bildschirminhalt auch mitsehen. Das ist manchmal ganz nett, wenn man irgendwo unterwegs ist, wenn man was zeigen möchte. So sieht das Ganze dann aus, wenn das läuft. Eigentlich ganz schön. Das ist ein Bild meiner Anlage, mit der ich so unterwegs bin. Tja, und hier seht ihr schon das nächste Problem. Tablet ist ja ganz schön und gut. Nur in der Konstellation kann ich nicht wirklich viel drauf erkennen. Was ist die Lösung? Wir haben auch lang drüber nachgedacht, wie wir das Problem lösen. Ja, wir tauschen das Tablet aus. Und zwar gegen ein Tablet, das mit einem E-Ink-Display daherkommt. Das E-Ink-Display ist so gebaut, dass es vom Prinzip her gar nicht genug Sonne bekommen kann. Mit dem Teil haben wir bei relativ geringem Energieaufwand ein einigermaßen brauchbares Bild, das völlig unabhängig ist von der Sonne. Wenn es dunkel ist, die Hintergrundbeleuchtung reicht völlig aus, um da ein anständiges Bild zu zeigen. Das sieht dann im Betrieb so aus. Es ist etwas gewöhnungsbedürftig, weil die Aktualisierung vom Display nicht besonders schnell ist. Also man kommt hier so ungefähr auf 1 bis 2 Bilder die Sekunde. Aber das reicht für unsere Anwendungen völlig aus. So, jetzt kommen wir zu den Anwendungen und das, was für euch interessant ist. Stellt euch vor, ihr seid irgendwo in der Adria unterwegs. Seid auf dem Segelboot und ihr braucht einen Wetterbericht. Woher kriegt ihr einen Wetterbericht? Tja, ganz einfach. Der Deutsche Wetterdienst sendet Wetternachrichten in Form von, wir nennen das RTTY. Das ist ein Datenübertragungsformat, mit dem man über die Kurzwelle relativ gut Texte übertragen kann. Das ist so ein Sender. Nicht irritieren lassen, das ist leider nicht der Kurzwellensender, das ist der Längstwellensender, der da noch betrieben wird. So schaut die Frequenzliste aus. Das ist dieser Längstwellensender. Der interessiert uns gar nicht so. Interessant für uns sind die zwei Sender hier oben. Einmal der hier und einmal der hier. Warum ist das so? Die sind ungefähr auf 10 Megahertz und senden mit einer Sendeleistung von 10 Kilowatt. 10 Kilowatt ist eine ganze Menge Holz. Hier nochmal die Formate. Das ist 1FB1, das ist das Format, RTTY. Wir müssen hier mit einer Symbolrate von 50 Baud auskommen und erreichen aber damit eine Reichweite von ungefähr 3000 Kilometern. Der Sender steht in Pinneberg, stand vorhin da, das ist eine Ortschaft näher Hamburg. Was brauchen wir dazu? Das ist die Konstellation, also einmal einen Receiver, der SSB kann, eine USB-Soundkarte oder wir verwenden den Abkonverter mit dem DVB-T-Stick. Wichtig hierbei ist die Software. Da greifen wir auf FLDigi zurück. Die Software ist normalerweise auf jeder Linux-Distribution mit dabei. Im Raspbian ist er auch mit dabei, kann sich relativ schnell jeder installieren. Das gute Stück, das begleitet mich auch, ich würde sagen, mindestens 30, 40 Jahre meiner Karriere. Man sieht es am Stecker, das soll rot sein. Das ist die Antenne dazu. Es genügt also ein Stück Draht, den wir in den Empfänger einstecken und damit können wir diesen Sender empfangen. Und so sieht das Ganze dann in der Praxis aus. Das ist das Testbild des Senders. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir das mit dem Sound hinkriegen. Na, klappt nicht. Okay, gut, lassen wir das. Das ist ein RTTY-Signal. Jetzt müssen wir schnell warten, bis er fertig ist. Ja, tut mir leid, kann ich nicht vorführen. Und so sieht das dann aus, wenn dann Wettermeldungen über den Weg, über den Äther laufen.
Das ist eine Wettermeldung, bei der ich es persönlich vorziehen würde, jetzt nicht unbedingt auf dem Wasser zu sein. Aber für erste Versuche könnt ihr das gern ausprobieren. So sieht es dann aus. Das sind Wetternachrichten, die dann über diesen Sender kommen. Gut. Das zweite Projekt, was ich vorstellen möchte, das handelt von der ISS. Der Funkamateur ist ja relativ kreativ, was die Wahl seiner Stationsstandorte angeht. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch auf der ISS eine Amateurfunkstation steht. Diese Amateurfunkstation wird für Schulkontakte verwendet und manchmal gibt es zu gewissen Gelegenheiten, irgendwelche Jubiläen, werden auch Bilder versendet. Bilder in SSTV, die kann man auch relativ leicht empfangen. Die ISS hat eine relativ hohe Geschwindigkeit. Das wird eine Konsequenz haben auf den Doppler-Effekt. Wir arbeiten hier mit 50 Grad Bahnneigung. Ja, die Bilder werden in FM modelliert ausgesendet. Wir brauchen also einen FM-Empfänger und das Format ist Slow Scan Television. Jetzt darf man sich nicht zu viel erwarten. Wir reden also hier von Empfangszeiten, die im Minutenbereich liegen, wenn man so etwas empfangen möchte. Also ein Bild braucht schon eine gewisse Zeit. Die ISS bewegt sich relativ schnell. Wir haben eine Sichtbarkeit von 10 Minuten. Wir müssen also vorher wissen, wann die ISS auftaucht. Termine, wann diese Sendungen gemacht werden, sind hier über diese beiden Internetseiten zu erfahren. Für die Dekodierung wird QSSTV verwendet. Das ist mal ein Blick auf Predigt. Hier sieht man, wann die ISS über einem drüber fliegt. Das ist wichtig. Wenn man eben sowas empfangen will, muss man wissen, wann man wo sein muss, wann sie wo sichtbar ist. Man sieht ja auch schön, ne, hier ist die rübergeflogen, befindet sich im Moment gerade hier. Und das ist so der Horizont, in dem sich das Ganze dann bewegt. Das gute Stück ist ein Selbstbau. Das ist die Antenne dazu, die ich dazu verwendet habe. Einfach angesteckt und mit ein bisschen Übung kann man dann diese Signale empfangen. Das Ganze sieht dann so aus. Das ist das Programm in Aktion. Hier sieht man im Übrigen das Wasserfalldiagramm. Da sieht man schon die einzelnen Zeileninformationen, die dann im Endeffekt zu diesem Bild führen. Das, wer kennt den Herrn? Richtig, Gagarin. Das ist zum 80. Flug von Gagarin gesendet worden. Das waren meine ersten Empfangsversuche. Naja, noch nicht so optimal. Und so sieht es dann aus, wenn man das alles technisch richtig im Griff hat, weiß, wie die Antenne zu handhaben ist. Solche Bilder sind dann hier von der ISS zu empfangen. Ja, vielen Dank. Das war es jetzt von mir. Der Thomas macht jetzt weiter. Ihr möchtet bitte leise sein. Er wird sich um das Thema Flüstern kümmern, habe ich gehört. Ja, hallo. Mein Name ist Thomas Frank. Auch ich bin lizenzierter Funkamateur und tätig im Charlie 13. Ich möchte euch jetzt was über Whisper erzählen. Das ist eine Betriebsart im Amateurfunk, wo man versucht, mit möglichst geringer Sendeleistung möglichst weit zu kommen. Das Ganze funktioniert als Barken-Betriebsart. Das heißt, ich sende ein Signal aus. Dieses Signal wird irgendwo von irgendjemand auf der Welt empfangen. Derjenige antwortet mir nicht, sondern er postet einfach den Empfangsbericht ins Internet. Und ich kann im Internet dann auf einer Karte wie hier nachschauen, wo mein Signal alles empfangen wurde. Genau. So, das Ganze heißt Weak Signal Propagation Reporter, WSPR. Hier unten seht ihr die Webseite whispernet.org. Dort kann man nachsehen, wo man überall empfangen wurde. Kurz die technischen Daten. Ich sende ein Rufzeichen. Also jeder Amateurfunker hat ein Rufzeichen, einen Locator, also den Standort, wo ich bin, und die Sendeleistung, mit der ich ausgesendet habe. Das macht in Summe 50 Bit an Information. Also das wird nicht byteweise Zeichen für Zeichen übertragen, sondern das wird schon relativ intelligent zusammengepackt. Danach gibt es eine sogenannte Vorwärtsfehlerkorrektur. Man tut im Prinzip diese 50 Bit dreimal redundant senden,
und mische die alle auch noch kreuz und quer durch, sodass es relativ unempfindlich ist, wenn zwischendurch mal Daten verloren gehen. Also wenn ich da zwischendurch mal 20 Sekunden nichts empfange, dann können die Daten immer noch ausgewertet werden. Die Dauer der Aussendung ist 110,6 Sekunden. Und eine Aussendung startet zeitsynchronisiert immer alle 2 Minuten zur vollen geraden Minute. Wichtig ist hier eben die korrekte Zeiteinstellung von Sender und Empfänger, meistens über NTP, also über das Internet oder über GPS. Der Modus von Whisper ist 4FSK, das heißt, ich übertrage 4 verschiedene Töne. Jedes Bit, jeder Zustandswechsel ist eben ein anderer Ton. 4 verschiedene Töne haben wir, die haben Abstand von 1,46 Hertz und damit ist mein Whisper-Signal ganze 6 Hertz breit, das ist extrem schmal und nur dadurch bekomme ich eben diese große Reichweite auf die Reihe. Page down. So, wie kann ich sowas empfangen? Also auch die Empfangsstation ist wichtig. Die Empfangsstation kann man auch als nicht lizenzierter Funkamateur selber bauen. Das hier ist jetzt mal mein Setup. Ich habe hier einen Antenneneingang. Hier kommt ein Signal von der Antenne rein, geht dann über einen Filter. Das ist nicht unbedingt notwendig. Habe ich hier eingebaut, um einfach ein bisschen die Störungen von höheren Frequenzen zu reduzieren. Dann kommt hier der Up-Converter, den der Sven auch schon angesprochen hat. Der setzt mir meine Kurzwellensignale um 50 MHz nach oben. Also der Kurzwellenbereich von 3 bis 30 MHz wird da einfach in einen Bereich von 53 bis 83 MHz hochgeschiftet. Das ganze Signal geht dann hier in diesen RTL-Dongle, also das ist so ein DVB-T-Dongle. Und über den USB-Hub kriegt der hier Strom und das Signal geht dann in den PC, der das Ganze dekodieren soll. Als PC kann ich einen ganz normalen PC benutzen, Windows, Linux, Mac, was auch immer. Oder eben auch einen aktuellen Raspberry Pi, der kann das auch, der hat genug Power, um das auf die Reihe zu kriegen. Wenn ich das Signal jetzt in meinem PC habe, läuft es in die Software, die heißt WSJTX, kann man kostenlos im Internet runterladen, ist Open Source. Hier sieht man jetzt ein Wasserfalldiagramm mit ein paar Whisper-Signalen, die ich hier empfangen habe. Und hier werden sie dann dekodiert, damit ich sehe, welche Signale von welchen Stationen ich hier gekriegt habe. Man sieht hier auch den Locator, damit kann man abschätzen, wo das ist. Hier sieht man Kilometer, also die sind jetzt alle irgendwie so um die 1000 Kilometer von mir weg. Und hier unten sieht man einen kleinen Knopf Upload Spots, den habe ich aus, weil ich hier eigentlich Senden getestet habe. Wenn ich das anhake, dann werden die Empfangsberichte automatisch von der Software auf diese Webseite hochgeladen und die Funkamateure, die diese Signale ausgesendet haben, können eben sehen, wo sie hingekommen sind. Die andere Seite ist das Senden. Ein Raspberry Pi reicht hier vollkommen aus. Es gibt eine Software, die heißt Whisperberry, die kann mir einen Digital I.O. Pin vom Raspberry direkt mit der Frequenz und der Modulation ein- und ausschalten, wie ich das brauche. Diesen I.O. Pin gebe ich über einen Filter, der mir aus dem Rechtecksignal, die aus dem Prozessor rauskommt, ein Sinussignal macht, direkt auf die Antenne. Hab dann ungefähr 10 Milliwatt Sendeleistung. Also das ist nicht übermäßig viel. Und ich habe dann hier keinen Verstärker verwendet. Achtung, das Ganze nur an lizenzierte Funkamateure. Also empfangen könnt ihr alle selber, senden nur, wenn ihr eine Lizenz habt. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe hier den Raspberry, den Digital I.O. Pin. Der geht hier auf meinen Filter, das sind einfach nur ein paar Spulen und ein paar Kondensatoren, die kann man einfach selber wickeln. Und dann hier direkt ab auf die Antenne, da ist kein Verstärker dazwischen. Den habe ich zwar auch gebaut, der kann dann 200 Milliwatt, aber im Prinzip, wenn man eine halbwegs brauchbare Antenne hat, ist das nicht unbedingt nötig.
Das Programm ist kommandozeilenbasiert zum Senden. Hier oben die Kommandozeile. Das tut die Frequenz automatisch auch über NTP kalibrieren, dass ich immer auf der korrekten Frequenz sende. Und ich kann hier einstellen, dass er eine Periode lang sendet, also 2 Minuten sendet er und dann macht er 4 mal 2 Minuten Pause, um eben empfangen zu können. So oft muss man da gar nicht senden. So, wozu macht man das Ganze? Wozu will ich da meine 3 Daten überhaupt in den Äther blasen? Das Ganze ist sehr praktisch für Ausbreitungsbeobachtung, deswegen heißt das Ding auch Weak Signal Propagation Reporter. Auf der Kurzwelle ändern sich die Bedingungen der Ausbreitung von meinen Frequenzen permanent und ich kann da ganz gut beobachten, wo ich hinkomme und wohin eben nicht. Kurzwelle funktioniert so, die Funkwelle geht üblicherweise oben in die Ionosphäre, wird dort reflektiert und kommt wieder runter. Und eben diese Ionosphäre ist abhängig von der Tageszeit, von der Frequenz und von der Sonnenaktivität. Das geht mal besser und mal schlechter. Und wenn man das jetzt beobachten will, man möchte jetzt aussuchen, ich möchte jetzt mit Amerika funken auf Sprechfunk, auf Morsecode, was auch immer, dann kann ich einfach auf die Webseite gucken, ohne dass ich gesendet oder empfangen habe und kann mal gucken, was da so an Aktivität los ist. Ich lasse mir einfach alle Berichte anzeigen. Hier zum Beispiel an einem schönen Nachmittag auf 21 MHz. Man sieht, es gehen ein paar Verbindungen innerhalb Europas, aber ansonsten geht da nicht viel. Zur gleichen Zeit auf 40 Meter, sprich 7 MHz. Man sieht, in die USA geht das hier gerade super und auch innerhalb Europa ist da sehr, sehr viel mehr los. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Verbindung bekomme, ist auf dem 40 MHz Band sehr viel besser als auf den anderen Bändern. Was kann ich noch machen? Ich kann versuchen, verschiedene Antennen zu testen. Ich habe hier oben seht ihr, habe ich einen Dipol an meinem Haus, der geht hier bis in den Baum rein und da oben übers Haus, ist nicht optimal, aber in einem Münchner Reihenhaus ist das so ziemlich das Maximale, was man bauen kann. Zum anderen habe ich experimentiert mit einer Magnetic Loop, das ist hier so ein Ring, der kann die gleichen Frequenzbänder, zumindest zum Teil, und ich wollte jetzt rausbekommen, welche Antenne ist denn besser und auf welchen Bändern. Und dazu habe ich einfach Whisper angeschmissen, habe ein paar Stunden auf einem bestimmten Frequenzband ausgesendet, was ich mir ausgesucht habe und habe geguckt, welche Antworten habe ich da bekommen. Und anschließend am nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit habe ich das gleiche mit der anderen Antenne gemacht, genau das gleiche Setup. Und siehe da, mit dem Dipol komme ich in ganz Europa rund, hier unten bis Kanarische Inseln sind das, glaube ich, Griechenland, Schweden, England, also innerhalb von Europa geht das ganz gut. Mit der Magnetic Loop sieht das ähnlich aus, aber sehr viel dünner. Ja, das haben mich einfach nicht so viele Stationen gehört. Das liegt daran, die mich hier noch hören, haben einfach eine bessere Antenne. Die kriegen das Signal noch viel besser rein. Mein Signal ist aber deutlich schwächer. Auf der Webseite von WhisperNet kann man sich auch die genauen Empfangsdaten angucken und da kann ich mir dann zum Beispiel hier eine Station raussuchen. Diese hat mich mit der einen Antenne empfangen, diese auch mit der anderen. Und im Empfangsbericht habe ich dann gesehen, dass meine Magnetic Loop Antenne um 10 bis 15 dB schlechter ist. Das ist Faktor 100 in der Leistung. Also da kommt sehr viel weniger Signal an. Fazit, die Dipol-Antenne bleibt auf dem Dach, die Magnetic Loop Antenne baue ich wieder in den Keller. So, how low can you go? Wie weit kann ich dann mit der Sendeleistung nach unten gehen? Hier seht ihr mein Setup, der Raspberry und hier meine Endstufe mit einem Transistor, die mein Signal von den 10 Milliwatt, die hier rauskommen, auf ungefähr 100 bis 200 Milliwatt hochdrehen kann. Und damit habe ich Tests gemacht. Mit 200 Milliwatt komme ich locker bis in die USA, teilweise auch bis nach Australien runter. Und wenn ich die Sendeleistung dann langsam runterdrehe, so bei 10 Milliwatt,
sieht man noch ungefähr das Bild, was wir eben bei der Magnetic Loop gesehen haben. Also ich komme mit 10 Milliwatt, sprich 2 Volt Sinus an der Antenne, noch in ganz Europa rum. Das Ganze funktioniert nur, weil ich eben die Daten so stark komprimiere und so eine lange Sendezeit habe. Wenn man sich im Wasserfalldiagramm die Whisper-Signale anschaut, dann sieht man oft, dass man da nur Rauschen sieht, aber der Computer kann immer noch Signale dekodieren. Also die Signale sind extrem schwach, aber der Rechner ist immer noch in der Lage, da sinnvolle Informationen rauszuziehen. So, das ist noch so eine Ausbreitungsvorhersage, die kann man sich im Internet generieren lassen, was wir eben auch mit Whisper gemacht haben. Mit Whisper macht man es online, da sieht man wirklich, was gerade aktuell passiert, und solche Bilder, man sieht hier von Europa aus, die Wahrscheinlichkeit, in der Mitte von Afrika und in Südafrika gehört zu werden, ist hier gerade okay. Leider wohnen da nicht zu viele Funkamateure, braucht man jetzt nicht unbedingt probieren. So, damit bin ich am Ende von dem Vortrag. Wir würden uns freuen, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne bei uns am Stand von Charlie 13 vorbeikommen. Wir haben ein paar von den Geräten auch da liegen, könnt ihr euch gerne angucken. Wir können euch da noch weitere Sachen zu erklären. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß auf der Make Munich heute. Dankeschön.